Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Vier unserer Schiffe liegen ja gerade zusammen und da haben wir euch herrliche Aufnahmen mitgebracht. Dann wurde Independence Day, Unabhängigkeitstag, gefeiert an Bord. Und zuletzt Best of Gastkünstler. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Vier unserer Schiffe liegen ja gerade vor Skagen und da hat sich der Kollege aus dem TV-Team gedacht, da hole ich doch mal die Drohne raus und mache ein paar Stimmungsbilder. Bitte schön. Funny word, after the pain comes the sun in the sky, and every plane is on the run. Lovely boy, after all this rain's fallen, shiny is the day when your heart comes to mine. Funny word, after the pain comes the sun. Lovely boy, you are mine. Honey word, you're so nice but so fragile. I'm just going to wave your flag that's never died. Honey boy, want to teach and want to learn. Both we share this blue word made for you and I. Funny word, after the pain comes the sun. Lovely boy, you are. So nice but so fragile. Just gone to where you fly. So lovely boy, you're so fragile. So lovely word, you are mine. Wir bei AIDA sind so stolz darauf, dass bei uns friedlich zusammen an Bord so viele Nationen zusammenarbeiten. Und natürlich feiern wir auch deren Feiertage. Zum Beispiel den Unabhängigkeitstag von Indonesien und den Unabhängigkeitstag von Indien. Kapitän Kores hat das wunderbar gemacht. Guck mal. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia akan segera dimulai. The ceremonial of Independence Day of Indonesia, Monday, 17 of August 2020, will be begin. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. The rising merah putih day following by the Indonesian Raya anthem. Honestly, it's very difficult to find some words now because you put so much dedication in this impressive performance, and to see you all here that organized and disciplined and proud and honest for your country and celebrating Independence Day. I just want to share with you what a pleasure it is for me to work on a cruise ship. Even though we are not traveling and we don't have guests on board and we are not going from country to country, we still can go from country to country as we have so many cultures, nationalities, religions, people on board who live in peace together and who enjoy and share their cultures. And this really makes me proud to be part of this and to be your captain here on board. I keep it short, but I hope I'm understandable, so let me try some Indonesian. Uma panjang gabe basan, kadamayan, dan kamadekaan, Uma panjang Indonesia.
Vielen Dank, Kapitän Kurs. Großartige Veranstaltung. Ganz, ganz tolle emotionale Bilder. Und jetzt kommen wir zu den Gastkünstlern. Wir haben für euch mal ein Best-of-Gastkünstler zusammengestellt und wir alle können kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Oh, die Aide ist wie mein Zuhause. Wie sieht's denn bei Ihnen hier vorne aus? Gehen Sie regelmäßig in Lesungen? Nein. Er sitzt auch in der typischen Männerhaltung da. Ja, ich sehe es schon. Wie ist denn Ihr Vorname? Wolfgang. Wolfgang, ich habe Sie im Auge. Ich werde Sie sozusagen bevorzugt behandeln bei dieser Lesung. Und so ein paar Sachen müssen wir noch kapieren. Aida Perle, hab gesehen, es gibt zwei Rutschen. Es wird hier zu wenig gerutscht, muss ich wirklich. Ich habe mir das angeguckt, da rutschen immer nur die 6 selben Leute. Das ist zu wenig. Viele Leute denken, eine von den beiden Rutschen endet im Meer. Das stimmt nicht. Das muss man... Wird zu wenig gerutscht, Leute. Bitte mehr rutschen. Das Wasser läuft den ganzen Tag durch. Die Leute sind verzweifelt. Ich habe schon Kellner gesehen, die oben das schmutzige Besteck reinschmeißen, die Teller, das geht alles... Das klingt so ein bisschen... Frodo, Frodo, nein, du darfst den Ring nicht anziehen. Aber ich könnte auch Smeargle machen. Sehr gut. Mein Schatz, guter Hobbit, ein guter Hobbit. Wahnsinn. So, jetzt muss ich mal über dich sprechen. Milchschrank. Was hat er denn? Husten, Schrippe und Durchfall. Musst du noch eine Krankheit nennen? Also, er hatte Trichter, Husten und Schiffel. Und noch eine. Und Schiffel, was hat er hier? Schiffel, ja. Erkennen Sie die Menschen auf diesem Foto, liebe Gäste? Also links Boris Henn, ne? Ja, gut. Also ganz links, das bin ich. Daneben steht Frauke Ludewig. Ja, Wolfram Kurns, Frühstücksfernsehen. Jenny Elvers dann im Vordergrund. Danach Franklin, der Zauberer. Und... mein langjähriger Chef Günther Jauch. Und dann habe ich so eigentlich mehr im Spaß gesagt, na ja, wenn er hier so ein Casting macht, dann möchte ich auch mal. Und schon hatte ich einen neuen Job. So, und so kam das, dass ich halt explosiv dann immer moderierte, wenn Barbara nicht da war. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht, also bis Ende der 1990er Jahre. Hi, mein Kleiner. Dein Papa hat noch 10 Tage Zeit zu erklären, was das hier oben ist. Und das ist gar kein Thema. Ich bin eine gute Fee, dein Papa weiß das. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Meine Oma neulich bei Lidl an der Kasse, da sagt die Verkäuferin, na, wollen Sie noch eine Tüte? Nee, sagt meine Oma, wenn ich jetzt noch kiffe, vergesse ich die Hälfte. Wenn Sie ein Foto machen wollen, gar kein Problem. Wenn es Ihnen zu schnell geht, ich kann gern anhalten. 1, 2 und 3. Das ist mir so noch nie passiert. Ja, man fragt mich immer wieder, wie kommt man denn so zu so einer Travestie? Wird man denn so geboren? Nee, natürlich nicht. Ich bin eine Dame mit Stil. Ja, ich sag immer wieder, wer sich nach drinnen freut, der geht furzend nach Hause. War mal jemand hier in der Rossini? War jemand im Rossini? Oh la la. Ich war im Rossini, weil ich wollte das mal ausprobieren. Und das waren 5 Gänge. Und die ersten beiden Gänge, ich wusste gar nicht, dass das essbar ist. Ich dachte, das ist ein Fusel aus der Luftung. Ich dachte, da ist ein Fusel aus der Luftung auf meinen Teller gefallen. Und ich habe gedacht, ich sag nichts, weil dann kriegen die Jungs Ärger. Der Kapitän hat mich gebeten, nochmal mit einzubauen, dass alle das wissen und nicht vergessen, weil es nämlich sehr, sehr ernste Sache ist. 7-mal kurz, 1-mal lang, Generalalarm. Ich habe so eine Tüte mitgebracht, meine Damen, ganz wichtig. Die gibt es hier am Schiff, die kosten auch nichts. Ne? Aber was man die Tüten noch verwenden kann für was anderes, ist ganz toll, die sind ganz toll, da kann man Brotchen einpacken. Da passen 2 Brotchen rein und dann kann sie mitnehmen am Land, verstehst du? Und das Ding ist, wenn du dein Brotchen da reingepackt hast und du gehst so aus dem Schiff, dann fragt dich keiner, was da drin ist. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und bis zur nächsten Woche.
Gesund bleiben. All your perfect imperfections, give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. The worst distraction, the rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. If you give me all of you, give me all of you. Cards on the table, we both showing hearts. Risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. 'Cause I give you all of me, and you give me all.